Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Und dann lassen wir, läuft das schon? Ja. Oh. Sieht aus wie bei mir zu Hause, oder? Nur mit mehr Wind. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke und vielleicht auch bei der Fahrer, denn das ist der Fahrer. Und der hat gesagt, er will mal Soßen testen. Der nervt die ganze Zeit schon in der Geburtstagsgruppe rum. Er hat noch lauter Soßen am Start, die auf sind. Andere Soßen, die er selber noch nicht getestet hat oder Pasta oder sonst was. Das will er mal mitbringen. Wir wollen mal zusammensitzen, nicht immer nur Bier saufen, auch mal so Soßen machen. Ich habe ja mit ihm letztens auch hier diese verschiedenen Tabasco-Soßen getestet und gemacht. Ohne wie wird's auch jetzt. Wenn du noch eins hast. Schon wird ein Bier-Tasting draus, perfekt. Man muss ja immer mal den... einfach weggehüpft ist. Der Stöpfel ist von alleine von der Flasche weggeflogen. Das habe ich zwar nicht gesehen, aber geflogen. Schwarzbacher Schlossbrauerei Sonnenweise. Das sieht aber auf jeden Fall gut aus. Guckt euch das mal an. Das kriegt man auch ganz selten. Um dieses Bier geht es heute. Na, ich muss euch gleich mal die Kulisse zeigen, dass ihr seht, um was es geht. Es wird auf jeden Fall um Essen gehen. Das so. Das ist der Fahrer. Ne? Den kennt ihr ja noch. Der war am Geburtstag da, der rennt immer in die Lost Places rum. Willst du was sagen? Ja. Was Wichtiges? Nee, noch nicht. Das kommt dann mit. Ach so, ja. Der Fahrer ist bekannt dafür, der redet immer so viel und erzählt immer von der Norm und der Stempel im Kessel und was jetzt wie gezinkt ist und das was weiß ich. Und hier... Das ist ja aus meinem Schwarzwaldurlaub. Das muss ja, wenn wir dann soweit sind. Wir dürfen die Leute nicht überfordern. Der hat jetzt hier eine ganze Palette an Soßen mitgebracht. Das geht ungefähr bis hier vor. Die ist auch noch von ihm. Das ist der Max Adlersson. Die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Hier ist noch Paste von ihm. Und das, was hier drüben kommt, das habe ich jetzt. Das habe ich gerade alles offen im Kühlschrank gehabt. Da hat er gesagt, da will er auch mal testen. So. Da kann man mal einen Daumen reinhalten, so für mich, fürs Thumbnail irgendwie. Hey, genau, weil das wollen wir ja testen. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir euch irgendwo hier hinten ab. Das wird schon irgendwie halten. Dann nehmen wir das hier erstmal kurz zur Seite, damit wir hier diese Schüssel mit Nuggets herstellen können. Ich habe nämlich extra Nuggets. Alles, was man testet, muss man immer mit Nuggets machen. Jeder hat auch eine kleine Gabel. Deswegen ungefähr gleich bleibt. Wir fangen dann von links an, uns durchzutesten, nach rechts durch seine ganzen Chili-Soßen. Und die erste Chili-Soße, die er präsentiert, ist... Das mittelscharfer Senf. Senf, von genau. Händelmeier, den kennen wir eigentlich eher so von süßen Senf. Ja. Und bei McDonald's nehme ich immer gerne zu den Nuggets Senf. Ja, da gibt es auch Senf. Oder, ja, ja, Senfsoße, genau. Den hatte ich noch nicht. Was ist das jetzt für ein Händelmeier? Das ist ganz normaler Stino-Senf. Mittelscharfer, also. Da benutze ich jetzt die Gabel mal erstmal zu rühren. Das ist sowas, das würde ich gar nicht testen. Also ich würde es vielleicht mal essen, aber ich würde niemals ein Video machen. Das ist bei McDonald's noch nie. So ganz normal mittelscharfen Senf von Händelmeier. Der war halt dabei, den habe ich selber tatsächlich auch noch nicht probiert. Mal jetzt einfach mal so. Wenn Hannes da ist, der kauft immer zwei fette, brutale Gläser von dem Händelmeier süßen Senf. Meistens isst man dann nur eins und das andere wird dann immer weggeschmissen, weil es dann immer vergammelt ist. So läuft das ungefähr immer ab. Kennt ihr Händelmeier Senf? Den dunkelbraunen, komischen, süßen? Schreibt es mal rein, das ist mittelscharfer. Der passt jetzt nicht dazu, finde ich. Den habe ich auch noch nicht probiert. Den Grillsenf habe ich dazu schon probiert, habe ich schon mal probiert, deswegen ist auch. Und da musste ich nämlich an McDonald's denken. Ja. Das ist jetzt Chili. Nee, da steht Grillsenf drauf. Habe ich mich verlesen. Ich habe Chili-Senf gelesen. Ja, aber das ist ja schon Grillsenf gesagt. Nee, du sagst zwar, der hat gerade nicht gepasst, aber ich fand, der Senf schmeckt trotzdem gut. Ist nicht zu scharf, aber ist schön vollmundig. Ne? Das Nugget richtig schön weich dazu. Nicht das Passendste vielleicht, aber ich finde, kann man trotzdem essen. Kann man trotzdem essen. So. Eigentlich sind die Gabeln ja dafür da, dass man das anspießt und dann das drauf, aber jetzt müssen wir halt improvisieren und müssen das... Das können wir danach ansetzen. Gerade bei dem Senf müssen wir es halt anders machen. Das ist der Grillsenf. Der schmeckt nämlich mehr nach dem McDonald's-Senf. Also hat er letztes noch gemacht, jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Schmeckt er zwar auch noch mal. Er schmeckt aber auch wieder ein bisschen süßlicher, oder? Mhm. Als der mittelscharfe. Hast du das überhaupt mal gezeigt, von was wir hier reden? Ja. Das muss man nochmal. Händelmeier, mittelscharfer Senf im kleinen Gläschen, finde ich gut.
Da wird er nicht so schnell muchtig, ne? Was ist das? Was? Meiselsweise Gratiszugabe. Ja, daher habe ich das. Eigentlich gab es auch noch süßen Senf dazu, habe ich den Vater gegeben. Also wenn man ein Gläschen Senf kauft, kriegt man einen Kasten Meiselsweise dazu. Wahrscheinlich ist es andersrum. Bei einem Kasten Meiselsweise gibt es ein Gläschen Senf, aber das ist also hier der... Meiselsweise mag ich auch. Würzig mit der richtigen Schärfe, Grillsenf. Ich fand, weiß ich nicht, welchen fandst du jetzt schärfer, den Grill oder den mittelscharfen? Den mittelscharfen, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, die sind beide gleich scharf. Ich glaube, das ist fast das Gleiche. Ich fand den zweiten irgendwie nur süß auf einmal. Ja, also. Ich denke, dass da hier Zuckermelasse ist hier drin. Zuckermelasse. Wir wollen es ja jetzt nicht wieder so hochphilosophisch machen, deswegen. Ja. Das ist jetzt aber kein Senf. Nee, das ist jetzt... Ich war im Schwarzwald, also das habe ich in Basel gekauft, in Schweiz. Da gibt es einen Inder. Ein Video gibt es dann irgendwann noch mal auf meinem Kanal. Das ist jetzt nur mal Schleichwerbung. Die ballert jetzt schön, muss ich sagen. Also die ist schon richtig scharf? Eigentlich finde ich, da steht Hot, also die ist scharf, ja. Die ist scharf. Ja gut, es steht gefühlt immer überall Hot drauf, aber ist meistens nicht Hot. Ja, tu dir mal, jeder muss sich selbst drauf, nicht, dass ich dir jetzt die ganze Flasche drauf kipp und du mir nur einen Tropfen, damit jeder sich selbst... Kann man das sehen, ja. Das Display ist so dunkel. Ja, die läuft wenigstens schön und läuft nicht davon. Er muss Akku sparen, hab das Display extra auf Stufe 10 von 100. Das muss ich, ich zeig's euch nochmal. Golden Mountain Duwong Öt Hot Chili Sauce. Falls es jemand kennt. Sieht halt also aus wie eine kleine Flasche Ketchup. Hm. Aber mit den Nuggets ist das gar nicht so scharf. Nuggets. Aber die hat einen schönen fruchtigen Geschmack. Ja, die Nuggets nehmen schön die Schärfe raus. Das ist durch die ganze Panade, durch den ganzen Panadenmandel. So. Ja, wenn man es so pur probiert, dann... Zwiebel das schon. Da kommt mir vor wie so eine Sweet Chili Soße statt eine Hot Chili Soße. Du jetzt noch einen Löffel mitnehmen müssen. Obwohl die vielleicht schärfer ist als die Sweet Chili. Also wenn du die nur so probierst, dann. Du siehst doch hier, dass das Pulver ist schon. Ja, da hätte ich. Wozu dann eigentlich Nuggets? Also jedes auf den Löffel drauf und fertig, ne? So wäre die Devise gewesen. Wahrscheinlich hätten wir das wirklich so machen sollen. Jetzt hat er den besten, ihr kennt Werder Ketchup. Ja, der ist generell schon lecker, finde ich. Aber das gibt es auch noch in Lush. Aber das hier Habanero, da ist irgendwie 1,5 Millionen. Nee. Scoville. 0,04% Chili Habanero. Aber die ist auch schon. Also ich habe mir dazu mal Nudeln gekocht und da war das schon ganz schön. Das Bier ist übrigens nicht, um das irgendwie zu mildern, weil das würde es eigentlich noch anregen und schärfer machen. Nee, Capsaicin löst, Alkohol. Ja, Capsaicin ist löslich in Alkohol und Öl. Wer sagt das denn seit wann? Das ist so, musst du mal Wikipedia. Jetzt wollte ich einen Schluck trinken, einfach nur, dass ich einen anderen Geschmack wieder habe, um mich drauf einzulassen. Jetzt denken alle, guck, das säuft schon, weil das nicht mehr aushält. Nee. Aber, nee, das ist was anderes. Einfach nur, weil es da ist. Achso, du probierst den jetzt mal alleine. Wieso? Weil es sind ja noch Soßen da, weil die Nuggets nicht reichen. Wie die reichen nicht? Ich dachte, wir haben das ausgerechnet. Ich kenne, meine Cousine beim Grillen hat immer Werder Ketchup mitgebracht. Und ich habe letztens gesehen, kennst du den vielleicht, diesen Tomate-Minz-Ketchup? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Der schmeckt wie After Eight. Richtig so nach Minze, Pfefferminz beim Essen, aber mit Tomate. Also. Ich würde stattdessen lieber hier so eine machen. Der war auf jeden Fall mega gewöhnungsbedürftig. Nee, stellst du das jetzt gefällig Sinn? Wir müssen eine Reihe nachgehen. Wenn du die aussetzt, dann setzt du die aus. Das finde ich cool, weil Habanero ist ja einfach eine richtig coole Schote. Ne? Die ist sehr bekannt. Jonas heißt ja auch Habanero und deswegen also habe ich mich da... Heißt das eigentlich wirklich Habanero oder ist das nur als Spitzname? Ich durfte nicht. Ich habe zu Sandra gesagt, wenn sie den Nachnamen bestimmt und der so heißt wie sie, dann möchte ich bitte den Vornamen bestimmen. Obwohl Habanero Hess immer noch besser klingt als alles andere. So, wir haben uns da mal ein bisschen drauf. Probieren wir mal. Das werde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Also wenn es nicht draufstehen würde, hätte ich gesagt, das ist ja gar kein Ketchup, das schmeckt ja wie so Currywurstsoße. Aber es steht ja auch Currywurstsoße drauf. Sauce hot drauf, genau. Es schmeckt auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt diese Currywurst-Dinger fertig kaufst, die Schälchen, wo schon so eine Pampe drin ist. Also du merkst Bitzeln auf der Zunge, du merkst aber auch wieder eine süßliche Note. Es ist auch ja, so ein bisschen Curry, recht flüssig auch noch ein Stück. Ist nicht so pampig, ist keine... Kein Brei, fließt, perfekt. Da Pommes mal dazu oder eine schöne Wurst.
Kann ich mir gut vorstellen. Oder Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Schön mit Speck und so. So, wir haben ein Problem, weil wir zu viele Soßen haben und zu wenig Nuggets. Und er hat ja auch diese Soße hier gehabt, die Sriracha von Flying Goose. Ihr kennt bestimmt alle den Flying Goose Brand. Da gibt es auch sehr scharf. So viele. Da gibt es ja die mit dem grünen Deckel, die scharfe. Das ist die sehr scharfe, ne? Die muss man eigentlich immer nehmen, die sehr scharfe. Kauft nicht die grüne für 5 Euro, kauft lieber die für 5 Euro. Da habt ihr halt mehr davon. Ich glaube, ich sogar bloß 4 oder so bezahlt in der Norma. Weil die aber jeder kennt, lass mal die mal aus, denn er hat noch zwei andere Flying Gooses dabei. Die habe ich zusammen mit der da hier gekauft. Die ich nicht kenne. Die Sriracha Flying Goose Brand hat nämlich noch eine Kimchi-Soße rausgebracht. Was ist Kimchi? Erklär es uns nochmal, Mr. Das Fachmann. Fermentierter China-Kohl. China-Kohl, genau. Und die sind, also grundsätzlich sind ja sowieso alle relativ scharf oder scharf halt, ne? nicht lasch. Aber die Soßen oder die China-Kohls? Nee, die Soßen, die sind normal scharf, aber die gibt es ja welche, die sind noch schärfer, ja. Also meine Oma würde sagen, das ist scharf und nicht weiter essen. Und ich finde, die habe ich schon probiert, deswegen die sind schon offen. Wenn man die jetzt zusammen mit zum Beispiel Nudeln und Hähnchenstreifen macht und macht die drüber, da passt das eigentlich ganz gut, finde ich. Also wenn das so. Ich finde halt diesen China-Kohl, ich weiß ja nicht, wie die jetzt schmeckt, aber bei dem Samyang gibt es ja auch eine Kimchi extra. Die mag ich auch. Da, ich finde, ist halt immer so ein bisschen säuerlich und der sticht so sehr heraus, was mich dann immer schon ein bisschen ablenkt. So, wir knallen uns jetzt einfach mal was drauf. Ordentlich. Kimchi. Du lässt es wieder aus, weil du die kennst, oder ja, wie? Ja, genau. Er lässt die Kimchi aus, da kann er in der Zeit wahrscheinlich schon mal die andere vorstellen. Er hat nämlich noch eine Sriracha Flying Goose, aber Black Pepper. So. Ja, du beißt mal rein. Und die Black Pepper, die finde ich, also haben wir schon probiert, wenn du so frisches Gemüse ein bisschen anbrätst oder so und es fehlt noch so ein bisschen was, dann kann man die eigentlich nicht reinmachen, finde ich. Also es war so zu verschiedenen Gerichten verwendet. Ich habe auch überlegt, ob ich da ein Video mal drüber mache, aber dann habe ich gedacht, das ist dann. Und die da hier ist einfach nur für fertige Essen zum Scharfmachen. Also wo man nichts mehr machen muss. Ja, wenn du dir beim China mal Nudeln holst und sagst immer bitte extra scharf, dann machen die dann meistens ballern die das drauf, ja. Ja, machen die das? Ich sehe immer, dass sie so ein Häufchen Sambal Oleg in die Ecke schmieren und man denkt sich immer, Sambal Oleg, okay, aber das ist ja auch wieder so. Aber Sambal Oleg, das ist salzig-essig-mäßig manchmal. Deswegen habe ich hier das da hier noch geholt, aber dazu kommen wir noch. Harissa, die liegt ganz da drüben. Die müssen wir, bevor wir zu meinen kommen. Die müssen wir jetzt wieder herstellen, ja. Ja, die muss den Weg blockieren. Die will ich auch selber machen. Also diese Kimchi, muss ich sagen, es ist so, wie ich es denke, das schmeckt ein bisschen süßlich, es schmeckt aber auch so ein bisschen sauer, säuerlich, so essig-mäßig, bringt aber Schärfe mit. Also man könnte denken, es ist einfach eine süß-sauer-Soße. Nur halt nicht so klar und durchsichtig, sondern so richtig schön rot-breiig. Die Black Pepper lässt du auch aus? Ja, die kenne ich ja schon. Da sieht man auf jeden Fall schön überall diese schwarzen Krümel, weil das halt wahrscheinlich einfach Pfeffer ist. Ja, so wie bei den Nudeln, die ich dir mitgebracht habe, die du wurde gesagt hast, die kennst du auch noch nicht. Ach so, ja, danke die schön. Die habe ich schon probiert, die fand ich auch sehr lecker, deswegen. Die sind übrigens auch von Samyang. Ja, ja. Steht hier oben an der Ecke Samyang, aber nicht mit dem Hühnchen drauf, sondern mit einer Katze. Samyangs Stir-Fried Ramen Hot Pepper Flavor. Also ich glaube, da ist irgendwie Öl dabei. War das bei denen? Da musst du das Wasser wegkippen und dann schützt du das Öl ran und irgendwie ist Krümelkram. Bei den anderen war nichts Öl. Hast du auch immer nur mit diesen fertigen Dingern da. Aber jetzt probieren wir mal die Black Pepper von der Sriracha. Keine Angst, was ist denn? Die ist jetzt nicht gefährlich. Das sind wahrscheinlich keine warte da, bis ich umfalle. Da sind keine gefährlichen Soßen dabei bei mir. So, die probiere ich jetzt mal wieder. Finde ich 1000-mal besser als die Kimchi. Ja. Während bei der Kimchi halt dieser säuerliche Geschmack ist, der mir nicht so taugt, aber wer China-Kohl mag, gerne. Aber bei der Black Pepper, du hast sofort diese Pfeffernote im Mund, als würdest du halt wirklich. Wenn du ein Stück Gurke isst, jeder schneidet Gurke und dann ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer drauf. Und wenn du zu viel Pfeffer hast, hast du direkt immer diese Pfeffermuchte im Gesicht. Und das ist so deutlich, dieses Black Pepper, was da raussticht, die finde ich cool. Also die würde ich mir sogar in einer großen Flasche mal kaufen. Jetzt kommt Tabasco. Ich bin ja ein Fan von Tabasco. Das ist eine Sweet and Spicy Soße. Ich dachte, das ist wieder so eine süße Chili-Soße, was ich eigentlich nicht mag. Aber die hatte ich schon probiert und die möchte ich jetzt gerade noch mal. Die sieht auch wieder so aus, da kann man richtig einen Haufen drauf machen, ohne dass es runterläuft. Tabasco. Sweet and spicy Tabasco.
Also ihr kennt ja Tabasco eigentlich in den kleinen Glasflaschen. Und dann gibt es natürlich hier die Sriracha so, aber da irgendwie hatten die Tabasco und Tabasco hat auch eine Sriracha Soße rausgebracht, oder? Das kann sein, ja. Die ist, glaube ich, auch in so einem Ding. Wo neben den Flying Goose Flaschen plötzlich eine Tabasco Sriracha stand. Hm. Und jetzt eine Sweet and Spicy mit so einem lilanen Ding. Also du hast ja da schön was drauf. Die hat ein schönes Aroma, finde ich, ja. Ich weiß nicht, was das heißen soll, Aroma. Heißt es, ist es scharf oder nicht? Das merkst du dann. Also scharf sind sie. Also bei allen Soßen würde meine Oma sagen scharf. Also das ist ja bei uns ist ja scharf. Erst, ich denke mal, das kommt dann erst da hinten bei den anderen Soßen. Ne? Also die schmeckt, als würde ich irgendwie einen Saft trinken oder so. Irgendwie sowas. Breitet sich was aus, was irgendwie so saftig darüber kommt. Dann sind wir ja eigentlich am. Ach nee, warte mal. Die am besten deinen Pulver, deine Paste. Weil die nächste Soße von ihm wäre nämlich die Max Adlerson Fruity Habanero Hot Sauce. Aber weil wir dachten, wir haben zu wenig Nuggets, dachten wir, wir lassen die weg. Wir lassen halt diese Flying Goose sehr scharf weg, weil die jeder kennt. Und von den Fuego gleich lassen wir noch welche weg, weil wir müssen drei weglassen. Falls es jetzt doch aufgeht, weil er die ganze Zeit ja gar nichts isst, können wir ja vielleicht doch die Fruity Habanero uns noch draufkippen in diesem Video. Ja, das Beste kommt zum Schluss so. So habe ich übrigens oben ungarische Gulaschcreme. Die ist auch in so einer Tube drin. Es gibt Paprikacreme und Gulaschcreme in so einer Tube. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von Dea, das ist doch irgendwie so ein Mineralölkonzern oder so. Ja, ist egal. Ja, jedenfalls, man kennt ja eigentlich hier so Sambalolik und das ist ja mit Öl. Und das ist quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht, also hier steht einfach nur drauf, 90% dehydrierte Peperoni-Dinger schon. Also so ähnlich wie Tomatenmark wahrscheinlich, ohne großartigen Scheiß, aber da sind noch Gewürze mit drin. Ja, scharfe Pfefferschotenpaste mit 90% Chili. Okay. Ja. Das kannst du ja eigentlich entweder Ketchup nehmen auf eine Bratwurst. So sieht das aus in so einem Pappkarton hier. Ja, das ist ein Papp. Da ist eine Inselpalme und da schwimmen lauter Chilis drumherum. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich übertreibe es erstmal nicht. Ich beiße erstmal rein in die Ecke. Das hätte ich mir jetzt aber rötlicher vorgestellt. Das ist ja so orangelich. Ich meine, wenn die Chili, die verwendet wird, nicht scharf ist, da kannst du klar drauf schreiben, 90% Chilis. Mhm. Wenn es eine nicht so scharfe Chili ist, dann das heißt 90% ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Es schmeckt ein bisschen... Während du rätselst... Wenig Geschmack, aber... Hauen wir uns mal einen Haufen drauf. Harissa, was geht ab? Hariba! Ist es jetzt scharf oder nicht? Ist ein bisschen sinnlos. Vor allem dafür, dass wir zwei Häufen drauf gemacht haben, ist da schon die Tube leer, gefühlt. Es schmeckt aber wie die Eiwa-Paste. Sambalolik ist ja alles ölig, aber diese Eiwa-Paste, diese aus dem Kaukasus oder wo auch her, das ist ja auch nur Paprikapaste mit noch Auberginen-Zeugs-Dings-Anteil drin. Also ob du jetzt ein Glas Eiwa hinstellst, Eiwa mild, Eiwa scharf, Eiwa pikant, Eiwa irgendwas. So wie ich meine Pokémon-Accounts dann benannt hatte mal. Mein Main-Account hieß immer Eiwa scharf, denn ich musste mir damals einen Namen geben. Ich wusste nicht, wie ich mich nennen soll, alles war vergeben und vor mir stand ein Glas Eiwa scharf. So scharfe Eiwa-Paste, die halt damit auch so Paprika-Zeugs ist. Die habe ich mir immer auf so Burger gemacht oder manchmal beim Sandwich habe ich halt das draufgeknallt an Wurstkäse und habe das so gegessen. Wenn ihr das kennt. Und sind wir eigentlich mit seinen Soßen erstmal durch. Also so die Schärfe kommt mit der Zeit schon. So ist es nicht. Ja gut, aber wenn aber ich jetzt hier... Aber es ist jetzt so, dass du da umfällst oder so. Also ich will ja richtig was merken und nicht. Ich esse es jetzt und in drei Tagen merke ich dann, oh, da war es jetzt. Die hat eine schöne Schärfe eigentlich. Ich denke mal, das merkst du ja wahrscheinlich beim Kacken erst oder so, dass die scharf war. Aber so ist es so... Du musst nur mehr Masse von dem, dann bis du dann die Tube leer hast, merkst du den ersten Biss dann direkt. Ich glaube es auch so. So ungefähr. Deswegen lassen wir die normale, die grüne. So, wir haben jetzt hier die Hot Jalapeno. Eigentlich, da du die ja nicht kennst und der andere ausgelassen hast, könntest du ja doch von der Hot Jalapeno, von der grünen, dir mal was auf Nugget machen. Das sind ja diese Fuego-Soßen. Die gibt es ja eigentlich im Rewe, Kaufland, überall müsst ihr geben. Die hat 2 von 3 Schärfe. Ist eine Jalapeno, aber grün, weil das nur rot ist. Die finde ich gut, da musst du dir jetzt selber drauf tröpfeln. Das kannst du vergleichen mit Tabasco. Ich werde wahrscheinlich jetzt
das halbe Nugget nur benutzen. Tabasco, aber in der Billigversion. Ja, das ist dann. Das fliegt vom Wind weg. Der Wind schießt es bis darüber, die einzelnen Tropfen. Das ist wirklich elektrisch. So, und bei der Schafen. Jetzt kommt nämlich neben der Hot Jalapeno hier extra Hot Jalapeno und die hat 3 von 3. Was schön ist, dass hier immer dieser Kaktus drauf ist mit dem Sombrero, der Gitarre spielt. So, wie schmeckt's? Nach Essig, ja? Das ist ein bisschen Essig. Merkst du eine Schärfe? Ja, die Schärfe ist so wie bei der Pasta hier, so, die kommt dann so mit der Zeit. Das mag ich halt gern auf Pizza. Mhm. Wie, wenn man Tabasco auf Pizza macht, kann man sich die machen, weil das ist meistens günstiger als Tabasco. Wenn man kein Geld mehr hat für Tabasco, erst wieder Pfand sammeln muss, macht man halt so. Oder man wartet, bis Tabasco im Angebot ist. So. Kauft sich da einen einfach dann 10 Stück. Dann nehmen wir jetzt mal die Rode, die extra Hort. Also jetzt lasse ich mich. Ich nehme auch diesmal einen von dem extra Hort. Die läuft besser. Gut, es kann auch sein, dass. Ja, die ist ein bisschen dicker. Weil da ist ja mehr Chili drin und weniger Essig. Und die müsste eigentlich. Die schmeckt aber überhaupt nicht. Scharf ist er. Schmeckt nicht, aber scharf ist. Sagt. Mhm. Das haben aber schon viele gesagt, dass dafür, dass es so eine Billigsoße aus dem Rewe ist, hat die halt eine richtig krasse Schärfe, weil du erwartest das einfach nicht und denkst plötzlich, oh, die ist einfach da, die ist einfach da. Und die geht dann auch nicht so schnell weg. Das heißt, zum Neutralisieren habe ich jetzt für dich diese schöne Chili-Mango-Dip-Soße. Die ganze Vergleich mit einem. Mit so einer Zigeunersoße oder so einem Salsa-Dip meine ich. So eine, wenn du Salsa hast, Salsa-Soße irgendwas, knall immer drauf. Die steht auch bei mir im Kühlschrank die ganze Zeit. Das heißt, die ist auch gekühlt, die ist schön frisch. In letzter Zeit, wenn ich da Nuggets esse, haue ich mir halt immer die rein und die drauf. Hatte ich erst diese Jalapeno und dann. Soll ich jetzt, wenn du eh nur noch immer einen halben isst, kann ich immer einen ganzen essen mit den Soßen. Das mache ich jetzt einfach mit. So. Ich glaube, wir haben trotzdem noch genug, oder? Kann man sich so krass verschätzen? Ich hau mir jetzt hier einen ganzen rein. Ich habe ähnlich ausgelassen. Ja. So, Häufchen. Die ist jetzt, ich glaube, vielleicht ist es sogar die mildeste von allen, die wir bisher hatten, obwohl da Chili Mango draufsteht. Mhm. Ich finde, die ist halt sehr fruchtig. Aber schmeckt gut, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, wie es dir schmeckt. Die extra Haut ist ganz frisch auf. Das denkt man nicht. Da habt ihr es nochmal gehört, die Extra Hot ist sehr scharf, das denkst du nicht. Also, und die hat bisher den meisten Bums gehabt, diese Jalapeno-Würzsoße, diese billige, abgefuckte aus dem Rewe. Da muss man mal extra stellen, weil das ist die brutalste. Gleichzeitig zu dieser roten Edition Chili Mango gibt es ja auch die Spicy Exotic mit schönen Palmen drauf. Die ist ein bisschen flüssiger, die ist ja wieder mit so Kokoszeug. Auch mit Aloe Vera. Kannst du dir mal drauf machen. Oh, dieser hell. Naja, das ist halt wie wenn du dir beim Chinamann jetzt hier Curry-Kokos-Soße auf den Nudeln bestellst. Gut, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Hell. Die schmeckt irgendwie ein bisschen kräuterlich, salzig, aber dann auch wieder so nach Kokos-Ding. So scharf würde ich es nicht. Ich würde es. Die Wespe klaut unser Zeug. Ich würde es eher als plötzlich salzig einschätzen. Nach den letzten Sachen merke ich plötzlich immer nur noch Salz überall. Die schmeckt wie mit Kokos, das drin hast du gesagt. Kokos, ja. Pikante Dipsauce mit Kokosmilch aus Magermilchjoghurt und mit Kartoffelstärke und Kräutern. Da haue ich mir jetzt auch mal noch mal eins, denn wir kommen als nächstes dann zur Samyang-Soße, so extremely spicy. Sandra in letzter Zeit, wenn ihr sie China-Nudeln kauft, nimmt die halt immer irgendwie was mit Kokos. Mit Kokos-Curry-Soße und da habe ich gesagt, kann sie das ja mal nehmen und dann auf ihre Nudeln draufknallen. Das hat ungefähr so denselben Effekt. Und wenn wir Hühnerbrust hatten, habe ich in letzter Zeit mir immer die Samyang Bulldog Extremely Spicy Soße auf das Hühnerfleisch draufgeknallt, weil das ist ja immer Hot Chicken Flavor bei dem Samyang-Zeug. Und zu Hühnerfleisch, finde ich, passt das perfekt. Bei den Nuggets vielleicht jetzt nicht so, aber bei Hühnerbrust direkt. Passt die Samyang-Soße unglaublich gut. So, das ist gelb, haben wir ja schon gesagt. Die
Du musst dir vorstellen, du isst gerade ein Bounty oder so. Ne? Merkst schon die Schokoraspeln im Kopf. Das ist perfekt. Willst du weiter? Zusammenjagen, fortschreiten. Was ist denn nochmal Garlic? Knoblauch. Ach ja. Garlic. Ich weiß ja, dass ich das schon mal irgendwo gehört habe. Gut, dann. Dazu muss. Achso, hast du schon erzählt, genau. Die saut halt rum, die macht immer alles rot. Ich merk schon. Und dann kriegt man es nicht mehr weg. Das ist wie wenn man eine Samyang-Nudel-Dingens macht, wo die Soßen drauf sind. Dann. Dafür sind sie bekannt, für die Rotfarbe. Ne? Weil das, glaube ich, die blanke Chemie ist. Ui. Also dafür, dass es jetzt angeschlossen kam, ist die jetzt scharf? Nee, gell? Normal. Ja, die schmeckt halt. Und gut. Das musst du jetzt beurteilen, ob du das jetzt als scharf empfindest. Ich würde sagen, sie ist schärfer als vieles anderes. An die Hot Jalapeno kommt es nicht ran, denke ich mal. Die schmeckt einfach nicht. Wie, die schmeckt nicht? Die schmeckt gar nicht. Hä, wie, die schmeckt gar nicht? Das ist aber nicht die, die schon seit 10 Jahren auf die Zeit ist. Nö, Januar 23, das geht ja noch. Ich habe die andere gehabt. Ich hatte so Samyang Mayonnaise, die war ein Jahr über die Zeit, aber die fand ich noch cool. So, ich hau mir das jetzt drauf, das ist Samyang, extrem spicy. Wir haben ja nur noch 3 und wir haben noch genügend Nuggets, sehe ich gerade. Ja, dann kann man irgendwie hin, dann probiere ich vielleicht nochmal. Das ist doch die Atlas und Soße noch probieren. Die schmeckt mir nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt probiert habe. Weil wenn du die jetzt kaufst, bezahlst du wahrscheinlich 10 Euro für eine Flasche mittlerweile. Wurde früher vielleicht mal 3 Euro bezahlt hast, aber weil die ja auch immer seltener werden. 10 kriegst du meistens auch nur noch fast abgelaufene oder schon komplett abgelaufene. Verbilligt. Liegt vielleicht auch daran, weil das Nugget jetzt eh kalt ist, dass es halt nicht mehr dazu passt. Wie viele sind das jetzt noch? Dann das ist auch von mir hier, die Gouda's Glory Spicy Andalus Sauce. Das ist ja eigentlich nichts Scharfes, es ist auf einer Mayonnaise-Grundbasis mit bisschen Paprika und Tomate drin. Die kannst du dir mal drauf, das ist ein bisschen zum Neutralisieren zwischendurch, wenn man viel Scharfes hat, dass man dann wieder was Cremiges nimmt. Ja, das Schärfste kommt dann zum Schluss da wieder. So, jetzt auf die Hose. Und wenn ich mir so Nuggets mache, ich mache mir immer 4 Stück zurecht mit Maddock. Und drumherum lege ich mir 4 Stück mit der und dann 4 Stück mit Chili Mango, dass ich was Fruchtiges habe und was Cremiges und was anderes. Um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. So, da kannst du eine schöne Wurst basteln. Einen schönen Wursthaufen damit. Kacke. Und Geschmack? Die schmeckt eigentlich ganz gut. Süßlich, cremig. Bei McDonald's gibt es eine, die so ähnlich aussieht und wahrscheinlich auch heiß. Ich weiß aber jetzt nicht, also die ist schon eine Weile her. Die Kaluga-Soße oder sowas. Nee, die ist rot eigentlich. Es gibt so eine mit Chili und Hell ist die. Mit Chili und Hell. Das habe ich mal in die Gruppe geschrieben und hast du gesagt, oh, die kenne ich irgendwie, aber mehr weiß ich nicht mehr. Ja, wir haben jetzt noch 2 Sachen hier. Die Maddock 357, die eigentlich immer der Endgegner für alles war, aber ich habe gesehen, ich habe immer noch Adi's Hot Sauce übrig. Die probiere ich jetzt. Und die Adi's Hot Sauce, meiner Meinung nach müsste das die schärfste sein. Schärfer als die Maddock. Du musst ich esse nur einen halben. Du musst erst Maddock probieren. Oh, dann esse ich einen halben. Und bei Maddock, da würde ich wirklich sagen, machen wir einen ganz kleinen Tropfen nur drauf. Kennt ihr Maddock 357? 357.000 Scoville. Das ist die Silver Edition mit der silbernen Patrone. Die eigentlich ins Essen fällt. Hier. Aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Wie flüssig ist denn das? Erst dauert's und dann kommt's alles mit einmal. So, das ist so der Überraschungs. Ist das zu viel? Probier's. Jetzt nimm auch nur die Hälfte. Ich hätte also an deiner Stelle lieber den ganzen Nugget genommen. Du hast erstmal einen winterlichen, fruchtigen, flaumigen Geschmack. Und dann fängt's an und brodelt. Dann fängt's an und dann brodelt's durch. Das ist dieses ein bisschen heimtückisch, weil die merkst du erst nicht und dann plötzlich tut dir alles weh und du denkst, Die mache ich mir immer auf 4 Nuggets und esse dann immer 4 Nuggets und muss dann immer die anderen noch dazu und das noch dazu, aber so. Kleiner Tropfen reicht doch, obwohl der schon wieder zu groß ist und deiner war ja noch größer. Ich finde, dass die schmeckt irgendwie ganz komisch. Die ist ja auch nicht zum Sofazehr geeignet, die ist ja nur zum Würzen in Großküchen von diversen Speisen, deswegen soll man ja in so einen großen Bohneneintopf einen Tropfen reinmachen, dass das richtig scharf ist.
und nicht dir auf einen Nugget einen Tropfen und auf den nächsten Nugget einen Tropfen und auf den nächsten Nugget einen Tropfen. Das ist viel zu viel, das wirst du später hier drin merken. Kennt ihr Madoc 357 mit der silbernen Patrone? Die Gold-Edition habe ich auch noch zu Hause in der 25-jährigen Jubiläums-Edition. Und eigentlich hat die ja gar keinen Eigengeschmack. Eigentlich ist sie ja neutral und brennt dann nur im Nachhinein. Aber mit der Zeit, je länger die auf war, hat die plötzlich so eine flaumige Note entwickelt. Das haben auch schon viele festgestellt und gesagt, dass sie plötzlich dann so winterlich herkam. So, weil du ja nicht auf mich hören willst, haben wir jetzt Addis Hot Sauce. Die ist von Mexican Tears. Das ist so eine Seite, da kannst du selber Chili-Soßen zusammenstellen. Da kannst du verschiedene Rezepte auswählen, verschiedene Zutaten, kannst verschiedene Chilis dir raussuchen, zu den Chilis extra Zutaten raussuchen. Hier ist zum Beispiel jetzt drin, erstmal als Chili eine Carolina Reaper. Du hättest noch andere Chilis zusätzlich mit reinmachen können, aber haben wir weggelassen. Dann als Toppings ist noch Kokos drin, Curry, Wacholderbeeren, Oregano. Und dann kannst du ein Etikett drauf machen und einen Namen herstellen. Und deswegen ist es Addis Hot Sauce. Die haben wir immer genommen, wenn wir Raclette gemacht haben. Dann pupst sie da bei sich immer ein bisschen was davon drauf. Die müsste, wie gesagt, schärfer sein als alles andere. Es sind nur noch 3 Nuggets da. Wie haben wir das denn wieder gemacht? Ich nehme mir mal eins. Ich versuche mir mal, was hier drauf zu machen. Nimmst du dann auch eins? Bist du noch dabei? Ich lasse langsam nach. Ich denke mal, die ist jetzt noch schlimmer als die eben. Deswegen nicht so viel. Da ist wirklich einiges an Carolina Reaper drin, glaube ich. Die müsste jetzt... Er haut sich einfach rein. Er haut sich rein, groß. Schmeckt aber sehr gut. Kann ich mal probieren. Irgendwie geht der Geschmack gerade unter und die Schärfe auch ein bisschen. Entweder weil die Madoc so alles angegriffen hat, merke ich jetzt hier die Schärfe gar nicht mehr so sehr. Oder sie hat im Laufe der Zeit nachgelassen. Denn die habe ich bestimmt jetzt schon 5 Jahre oder so. Und so lange ist sie auch schon auf. Also irgendwie kommt da gerade nicht nochmal Zusatzschärfe auf, was mich gerade wundert. Oder die Madoc ist halt wirklich brutal. Aber in der Madoc steht ja eigentlich nur dabei Cayenne-Pfeffer, Habanero-Peppers. Also das müsste mit Habanero, dürfte es eigentlich nicht so scharf sein wie Carolina Reaper. Und weil du den Max Adlerson noch mitgebracht hast mit der Fruity Habanero-Sauce, mach mal das jetzt als letztes. Es liegt nämlich genau noch ein Nugget da, aber vielleicht kann man dazu auch noch mal ein extra Video machen. Du hast ja schon gesagt, du magst sie eh nicht mehr. Die könnte ich wahrscheinlich haben. Dann hau ich mir die mal drauf. Wenn die fruchtig ist, machen wir gleich diesen und sagen Prost. Zimmer, das weiß ich nicht, wozu ich die essen soll. Und du isst ja öfter mal was mit Soßen. Die gibt es gar nicht mehr zu kaufen, hat er gesagt. Wie viel hat die gekostet? Ich glaube 6 Euro oder so kostet so eine Flasche. 6 Euro für die Flasche? Fandest du die jetzt persönlich scharf? Nee. Nö. Die habe ich mit dem Metenschin dazu also gekauft, damit ich irgendwie über die Versandkosten komme. Also das hätte ich so oder so bezahlt. Grillsoßen bei Adlerson. Hergestellt für Lizenzagenturinhaber Robert Schieger. Den Rest lesen wir jetzt mal nicht vor, weil das ist dann, falls wir mal ein normales Tasting nur mit der machen. Wenn du nicht vorher 10.000 andere gegessen hast, sondern nur den Geschmack von dieser Soße wahrnimmst. Denn ich merke absolut jetzt nichts von Schärfe. Ich merke jetzt nur was Süßliches. Es gab, glaube ich, noch eine Mango-Soße. Irgendwie sowas. Aber Mango finde ich... Das wäre wahrscheinlich so wie da hier, die Chili-Mango. Chili-Mango finde ich immer genial. Muss ich immer haben. So, was war jetzt das Schärfste, also deiner Meinung nach, von allen? Also, die Madoc ist schon ganz schön hart. Die ist aber auch, die haut auch ganz schön rein.
Madoc 357 und beim Adi weiß ich nicht, ob die jetzt nachkommen. Extra Hot Jalapeno, also die zwei sind auf jeden Fall, obwohl da bezahlt sich ja, was weiß ich, 20 Euro für eine Flasche und hier 3 Euro oder so. Das ist schon ein Unterschied. Musst du die Madoc Plutonium Nummer 9 holen, mit 9 Millionen Scoville. Da kannst du die dann mal probieren. Ja, Adis Hot Sauce und Madoc und extra Hot Jalapeno von Fuego müssten die teuersten sein, wobei die Fuego extra Hot Jalapeno halt die günstigste ist. Also, wenn ihr eine richtig scharfe Soße haben wollt. Mit der kann man sich richtig schön wegschießen, ja. Einfach nur Schärfe, pure Schärfe mit irgendwas, ekligen Geschmack, dann greift zu der. Ansonsten vom guten Geschmack haben wir hier ein paar gehabt. Ich glaube, vom Geschmacklichen fand ich diese Sriracha. Die Peppersoße finde ich auch ganz gut. Flying Goose Black Pepper, genau. Fand er gut, fand ich gut. Also die hat mich richtig überrascht, weil da habe ich gar nichts erwartet und fand ich richtig toll. Ist einfach mal was ganz anderes. Selbst hier dieses Chili Habanero Currysoße schmeckt halt irgendwie trotzdem wie eine Currysoße für eine Currywurst, was man irgendwie kennt. Senf ist Senf, süß-sauer ist süß-sauer. Das ist cremig, das kannst du so eigentlich nicht essen. Aber diese Pepper Sauce ist für mich das Geschmacks-Highlight gewesen. So, willst du noch was sagen? Noch ein Schlusswort für irgendwas? Nee, außer geprost. Dann Dankeschön fürs Kommen, danke für die super tollen Soßen, die du alle mitgebracht hast, die du hoffentlich wieder mitnimmst. Kannst meine auch gleich alle mitnehmen. Ne, ein paar brauche ich noch für Nuggets vielleicht. Wir wären uns schon einig. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Das ist der Fahrer, wenn er mal wieder Lost Place macht oder Bierverkostung. Dann schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Der Fahrer, ne? Also im November kommt irgendwie Weltreisen. Ja, Weltreisen nicht. Also Welt? Da war ich unterwegs. Da habe ich viele, also mehrere Videos. Ich habe ja auf dem Lost Place übernachtet. Ich weiß gar nicht, wann kommt das Video überhaupt. Also das dauert sicherlich, bis du das veröffentlicht. Na, erstmal muss ich alle Soßen, die ich hier gezeigt habe, die ich vorher schon getestet habe, natürlich erstmal hochladen und schneiden und machen und tun. Aber du bringst alles durcheinander gerade, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Schneid's einfach raus. Achso, das war schon die ganze Ansage. Es kommen Weltreisen. Ja, im November kommen bei mir Reisevideos, Reisevlogs. Nur keine Lost Places. Mehr kann ich jetzt nicht erzählen. Also weiß ich auch nicht. Das ist was? Du gehst, du sagst, heute fahre ich nach Berlin. So, bin in Berlin. Das geht ab. Und dann fahre ich wieder heim, oder was? Nicht ganz, aber. Berlin, der größte Lost Place der Welt. Berlin war ich. Also doch Lost Place wieder. Nee. Also, wann kommen mal wieder Bier-Tastings mit deiner... Ich habe doch schon das Schlechteste und das Beste habe ich doch schon probiert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das Schönste. Wir probieren das Bier mit den schönsten Etiketten. Wir haben 10 schöne Biere rausgesucht und dann muss es hier. Das weit entfernteste musst du dann noch machen und das größte und das kleinste Bier der Welt, das musst du dann auch noch machen. So, ansonsten war es das jetzt, glaube ich, von unserer Seite aus. Hier sind noch so Krümel drin. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Fahrer. Ciao.